Das heißt, wenn man stirbt, darf man alles nochmal von vorne einsammeln. Das ist halt ein bisschen nervig und ich schaff's nicht. Zu wenig Anlauf. Ein Block ist definitiv zu wenig Anlauf. Jo, Servusler zum weiteren Part Super Alice Land. Wir machen nach wie vor weiter in den Extra Stages 16. Im absoluten Hass-Level. Ich glaube, dieses Level hasse ich noch mehr wie Eisscheiß und schon bin ich down. Nach nur nicht mal 20 Sekunden der erste Tod. Tja, bekommt er schon mal einen kleinen Vorgeschmack? Im letzten Part hätten wir es fast geschafft, dieses Level. Und ich starb an der Hardcore-Scheiße schweren Puscheltreppe. Kurz vorm Levelende. Oh oh. Puschel wacht auf und wird gebasht. So. Jetzt muss ich aufpassen. Die Puschel sind mies. So. Die Puschel sind mies gesetzt hier. Oh oh, das war knapp. Und schon rein in die Zaccaronis. Hey, 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 dieses Level, ne, Leute, dieses Level macht mich fix. Habe ich im letzten Part schon kämpfen müssen, habe ich mit Marissa schon kämpfen müssen und nun kämpfe ich wieder. Aber einen Lichtblick hat das Ganze, wenn ich dieses Level schaffe, dann werde ich es bis zum Ende aller Tage nie wieder spielen müssen. Ach, komm schon. Hey, ein Pixel weiter, hätte doch funktionieren können. Aber dieses Spiel schenkt einem nichts, gar nichts. Dieses Spiel schenkt einem noch nicht mal den Scheiß. So. 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 Oh, knapp. Oh, 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 oh. Es funktioniert, es funktioniert. Hammer. Es funktioniert, es läuft. Ja, gut, es läuft, ist natürlich Ansichtssache. Hier läuft nicht wirklich was. Aber ich sterbe zumindest schon nicht mehr. Also zumindest nicht mehr hier. Bis jetzt. Bis jetzt. Der nächste Tod kommt bestimmt. Ein Death Counter wäre auch was gewesen. Ach komm schon. Warum ist er jetzt nicht auf dem Puschel? Ja, der Doschten, der verzweifelt hier. Du dai, du dai. Doschten, der verzweifelt hier. Du dai, du dai, day. Ich hasse diese Stage. Ich hasse diese Stage. Der Doschten, der verzweifelt hier. Du dai, day. Oh, 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 oh. Es funktioniert. Ja, da die Hitbox in dem Game hier eine kleine Bitch ist, ist es nicht immer gesagt, dass das funktioniert. Manchmal tötet eine Berührung und manchmal kann mich der Morgenstern berühren, ohne dass was passiert. Es ist, ja, je nach Lust und Laune und Menstruationszustand lässt mich dieses Spiel leben und manchmal nicht. Vielleicht liegt es ja auch am Menstruationszyklus von Alice, das ist natürlich auch möglich. Nein! Nein, verdammt, vom Puschel aus hatte ich zu wenig Anlauf. Mich so schön gerettet. Habe ich ein Thema heute? Eigentlich nicht. Ich habe kein Thema heute. Mir fällt nicht wirklich was ein, über was wir labern könnten. Ich habe so im Großen und Ganzen sämtliche Themen durch, die ich mit euch besprechen wollte. Wenn ich mir so andere Let's Player anschaue, wie zum Beispiel Let's Play Markus und so weiter, die reden nur tatsächlich über Religion und Drogen und Sex und so weiter. Ja. Da mag er natürlich bei den Jüngeren und so weiter einen Nerv treffen. Ich möchte jetzt da aber nicht von anfangen, weil ich da an sich eine, wie soll ich sagen, oh, verdammt. Gib bloß weg, Pilz. Oh, oh. Ich habe da zu den meisten Themen eine recht konservative Einstellung.
Und bin auch nicht bereit, diese Einstellung zu ändern. Wir haben ja gesehen, was aus dem Planeten wird, wenn man zu viel ändert oder versucht, zu viel zu ändern. Oh oh. Don't touch a running system. Und so ist es natürlich auch mit der Welt. Und nicht nur mit Windows. So. Komm schon. Jetzt dachte ich schon, ich falle wieder nebendran. So, jetzt hier gucken. Das hier ist wieder geil. So geil. Oh oh, ich glaube, hier waren wir sicher. Hier waren wir sicher. Jawohl. Da drauf. Oh oh. Oh, knapp. Knapp. So, dieser Abschnitt, der ist auch tricksy. Wie laufen denn die Morgensterne? Beschissen wie immer. Beschissen wie immer. Nur ganz kurz Zeit. Daher und jetzt da drauf. So. Renntaste gedrückt halten und darauf. Und jetzt kommt der Puschel. Nein, 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 nein. Ach, Menno. Keine Chance. Wohin? Wohin? Keine Chance. Aber Check the Point haben wir schon mal erreicht. Ist schon mal was wert. Ein Phänomen an dem Game ist, anders wie bei anderen Games, das ist hier jetzt ein Part 35, 36, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und ich spiele das Game ja nicht blind. Trotzdem konnte ich mich bis zum heutigen Tag, bis zum jetzigen Zeitpunkt, nicht an diese Steuerung gewöhnen. Weil es manchmal willkürlich ist, es ist, möchte schon fast sagen, random. Ob sie den Weitsprung macht oder nicht, verdammt. Warum ist sie jetzt nach links gelaufen? Diese kleine dumme Kuh. Sah schon fast so aus, als wäre sie abgerutscht. Aber sowas passiert eigentlich nur bei China Sisters. Die rutscht gerne mal von Rändern. So. Nein, ich habe meinen Block gekillt. Aber es funktioniert trotzdem. Jetzt muss ich hier nur aufpassen. Mann, oh Mann. Ist gefährlich mit Alice und ihrer Puppe. Die Hammerbruder Alice. So. Hier brauchen wir aber das richtige Timing. So. Ups, 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 ups. 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 Hier dürfte mir nichts passieren. Nein. So. Und hier wieder gucken. Gucken, doschen, gucken. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Und jetzt bleibe ich da oben hängen. Leck mich doch am Arsch. Mann, jedes Mal was anderes. Über was könnte man sich unterhalten, Leute? Über was habt ihr Themenvorschläge? Das war dumm. Das war dumm, das funktioniert so nicht. Zumindest ungetimed. Ihr könnt gerne mal sagen, was weiß ich, Doschen, laber doch mal deine Ansichten, was weiß ich. Deine Ansichten. Keine Ahnung, zu Thema XY. Was euch halt so interessiert. Trixie, Trixie, Trixie. Aber ich sag's euch gleich, ich möchte kein Gemaule hinterher. Ich möchte nicht, dass es dann heißt, wie kann man so eine Meinung haben? Wie kann man sowas sagen? Ja, ganz einfach, mit dem Mund, ne? Mit dem Mund geht sowas. So. Alter, ist das beschissen, dieser Rhythmus? Der ist so mega hardcore scheiße. Mann. Es hat tatsächlich funktioniert. Hammer. So, und jetzt hier der nächste Kackabschnitt und schon schläft sie ein beim Springen, als würde sie mich verarschen wollen. Als würde diese scheiß Alice das mit Absicht machen. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass sie denkt, oh, der ist dieses Mal gut. Jetzt springe ich mal nicht. Kann ich mir gut vorstellen bei der Alice. Bei dieser kleinen, zickigen Kuh. Kann eine Kuh eigentlich eine Zicke sein? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So.
ab dafür und weiter im Text. Und Buschel, tja, das war wieder gehudelt und dann passiert das. Nicht hudle, Dosten, nicht hudle. Immer schön mit Gemütlichkeit. Wir könnten uns ein bisschen über RPGs unterhalten. Hatte der ein oder andere festgestellt, dass ich da eine Affinität für habe. Ich bin ein leidenschaftlicher RPG-Zocker. So. Ich würde jetzt ja sagen, ich zock genauso oft RPGs, wie der Papst im Puff geht, aber ich bin schon fast überzeugt davon, dass der öfter im Puff geht, wie wir alle zusammen. Ja, der hat mit Sicherheit in seinem Vatikan einen eigenen Puff. Verdammt. Das war jetzt ein geistiger Aussetzer. Ja, ich glaube, ich wurde gerade von göttlicher Seite bestraft. Oder der Herr da oben hat mir einen Lachanfall bekommen. Der weiß da oben mit Sicherheit mehr über den Papst seine Machenschaften. Na, könnte man schon fast meinen. Oder ich könnte schon fast drauf wetten, dass der einen eigenen Knabenpuff hat in seinem Vatikanstaat. Mann! Dieses Spiel, dieses Level ist krass. Auf jeden Fall können wir uns ein bisschen über RPGs unterhalten. Und warum der Doschen sich da so anstellt, liegt einzig und allein am Desinteresse. Am RPG-Genre. Ist einfach so, wenn man auf dem Genre keinen Bock hat. Oh oh, verdammt, nicht geschafft. Wenn einem ein Genre nicht interessiert, dann befasst man sich nicht damit. Wenn man sich mit einem Thema nicht befasst, kann man natürlich auch keine Ahnung haben. Und schon gar nicht, wie man es spielen muss. Und wenn jetzt da draußen einer behauptet, er hätte sowas nicht und er würde sich in jedem Genre auskennen, den bezeichne ich hier dann eiskalt als Lügner. Ich glaube nicht. Verdammt, warum funktioniert es nicht mehr, weil diese Scheißkugel da ganz komisch kommt? Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die in allen Genres gut zocken können. Ich glaube es nicht. Jeder hat so sein bevorzugtes Genre, seine bevorzugten Games. Ich zum Beispiel bevorzuge keine Marissa Games. Ich hasse sie. Nein, es macht ja nach wie vor Spaß. Oder zumindest sowas ähnliches. Gut, ist natürlich auch Auslegungssache, ne, was man unter Spaß versteht. Es hat schon ein bisschen was von Selbstgeißelung, sich hier durchzuquälen. Verdammt, sie ist nicht gesprungen. Wahrscheinlich habe ich zu spät gedrückt. Na gut, gebe ich mal nicht Alice die Schuld, gebe ich sie mir selber. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, jeder hat sein bevorzugtes Genre, in dem er ja, gerne zockt, in dem er seine Lieblingsspiele hat und in dem er dann natürlich auch aufgrund der Erfahrung gut ist oder Skill beweist oder was weiß ich. Wobei bei RPGs braucht man überhaupt Skill? Das ist doch reine Strategie, würde ich jetzt mal behaupten. Strategie und Grundwissen von der Thematik, von der Mechanik. Und wenn die halt nicht vorhanden ist, dann nützt das Spiel nichts. Es, Alter, kommt der beschissen daher, dieser... Warum kommt jetzt der so beschissen? Der kam doch vorhin die ganze Zeit nicht so. Jetzt nervt er mich. Dieser Morgenstern nervt mich, Leute. Der kotzt mich minimalst an. Und der Puschel auch. Der Puschel auch. Ich hätte gern einen Programmierer da draußen. Vielleicht kann das ja einer von euch. Einer, der dieses Spiel programmiert. Mit overpowered Items. Die Dauermilf oder sowas. Ein Hack von dem Game.
Wenn das möglich wäre, bitte per E-Mail an den Doschten schicken. E-Mail-Adresse ist doschten@gmail.com. Bitte einen overpowered Hack oder Patch. Nicht um zu bescheißen, sondern um mich nach dem Let's Play an dem Game ein bisschen rächen zu können. Nur ein bisschen. Oh oh. Haben wir Check the Point schon erreicht? Ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Jetzt dürfte man erreicht haben. Ich glaube, dieser Abschnitt hier, das hier ist Check the Point. So. Mein Freund, Check the Point. Und nicht geschafft, war klar. War klar, wenn ich auf die Morgensterne warte, um es dann versucht zu timen, springe ich in die Zacken. War klar. Aber die kommen echt, die kommen so random, diese Morgensterne. Es ist so mies. Es ist so mies. So, jetzt machen wir es wieder anders. Genau. Scheiß Puschel. So, machen wir es wieder so. Und gucken, dass wir da raufkommen. Ich bin immer noch im Überlegen, wie wir an der Puscheltreppe vorbeikommen. Die wird noch richtig hart, diese Puscheltreppe. Die wird noch böse. Die wird noch mies. Oh, 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 oh. Daher, jawohl, jawohl. Hier sind wir sicher. Und lauf und spring. Und jump and run. Jetzt muss ich hier gucken. Wie ist hier der Rhythmus? Nicht ganz so mies wie beim letzten Mal. Ist hier interessant. Was ist denn hier passiert? Hat es so ein Intervall? Wird es leichter, wenn man öfter failt oder so? Ich weiß es nicht. Für mich sind diese... Oh. Verdammt. Verdammt, verdammt. Für mich sind diese Morgensterne absolut random und total unkontrolliert und unvorhersehbar und sowieso und überhaupt. Aber vielleicht wird es ja in diesem Part noch was mit... Na, so nicht. So nicht. So wird es auch in diesem Part nichts mit diesem Level. Na gut. Werden wir wohl damit leben müssen, dass es nichts wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Part an dieser Stelle wieder. Sind wir ja schon gewohnt. Ist ja auch nichts Neues. Es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, den einen Block da wegzumachen. So hat man zumindest einen Block mehr Anlauf. Ja, manchmal hilft mir auch der Zufall auf die Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes. So, daher. Es gibt hier und da ein paar sichere Punkte. Aber nicht viel. So. Jetzt hier wieder auf den Rhythmus achten. Der Rhythmus, bei dem man mit... Oh, der ist wieder beschissen. Alter, ist der wieder beschissen. Doch, es geht. Es geht. Nein, der ist gar nicht so beschissen, wie ich dachte. So. Auf die Puschel, fertig, los. Mal gucken, am besten jetzt. So. Und daher. Jetzt stelle ich mich daher, weil hier bin ich sicher. Puh. Oh, jetzt kommt der nächste Morgenstern. Alter... Der dritte oben, der hätte so nicht kommen brauchen. Der hätte ruhig mit den anderen mitgehen können. Nein, der muss natürlich wieder eine extra Wurst abliefern. So gemein. So gemein hier alles. Oh, den Block wegmachen. Den Block wegmachen. Wenn ich will, dass der Block weggeht, passiert es natürlich nicht. Und rauf da. Und rüber. Jawohl. Und darunter. Langsam kenne ich das auswendig. Aber noch träume ich nicht davon. Noch sind wir noch nicht so weit, dass ich davon träume. Gott sei Dank. So. Daher. Darauf. Und daher. So, jetzt sind wir gleich wieder bei der Puscheltreppe. Die Puscheltreppe. Wer hat sich das einfallen lassen? Vor allem mit schwarzen Puscheln halt.
Verdammt, hupfe ich jetzt in den da rein? War mir klar. War mir klar, also wieder von vorne. Dieses Spiel ist schon auf Dauer demotivierend. Minimalst. Minimalst wird mal Zeit, wieder was Geiles zu zocken. Gut, Pixel ist geil. Pixel gefällt mir. Auch wenn Pixel stellenweise sau schwer ist. Aber gut, ein Game wie Pixel mit unendlich viel Leben hat natürlich seine Berechtigung irgendwo, dass es schwer ist. Sonst würde man nur durchrennen. Es nervt bei Pixel oder bei Life of Pixel für Leute, die das Let's Play nicht kennen. Oder das Spiel. Es nervt halt nur, dass man die Collectibles verliert, die man braucht, um das Level abzuschließen. Das heißt, wenn man stirbt, darf man alles nochmal von vorne einsammeln. Das ist halt ein bisschen nervig und ich schaff's nicht. Zu wenig Anlauf. Ein Block ist definitiv zu wenig Anlauf. Schade, schade, Marmelade. Wir haben den Checkpoint nicht erreicht. So. Super Mario Kart, damit ärgere ich mich ja momentan selber. Aktueller Stand von Super Mario Kart. Ich versuche nach wie vor, den Special Cup irgendwie zu schaffen. Hab's schon ein paar Mal probiert und ich scheide, Leute. Ich scheide. Ich schaffe es nicht. Ich gehe immer wieder Game Over. Und möchte jetzt am Wochenende noch ein bisschen üben. Dann werde ich den Special Cup aufnehmen. Hoffe, dass ich dass ich im Let's Play durchkomme. Wenn ich ein bisschen in Übung bin. Wenn ich dann durch bin, werde ich im 150er jeden Cup mal anfahren. So weit oder so gut, wie ich halt bin im Let's Play. Und dann war's das. Das heißt, es werden noch zwei, maximal, ups, drei Parts, verdammt. Ein Part mit dem Special Cup und noch ein, zwei Parts im 50er. Und dann war's das mit dem Super Mario Kart Let's Play. Verdammt. Genau das meine ich. Manchmal wird sie vom Puschel kilometerweit katapultiert und manchmal nur ein bisschen. Und das ist irgendwie random. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man das beeinflussen kann. Ich dachte ja, es liegt an der Taste. Verdammt. Jetzt komme ich noch nicht mal da drüber. Ich dachte, es liegt daran, wenn man dagegen lenkt, aber dem ist nicht so. Das stimmt nicht. Auch wenn man mitlenkt, macht sie das verdammt. Rein in die Zaccaronis. Dieser scheiß Puschel. Leute, letztes Leben. Wenn ich jetzt drauf gehe, werde ich den Part beenden. Und dann werden wir uns im nächsten Part noch einmal diesem Level widmen müssen. Und wie ich es mache mit der 7er Stage, weiß ich noch nicht. Ich habe irgendwie nicht wirklich Bock auf diese Stage, dieses Eisscheiß-Level. Ups. Mir wäre es ja lieber, wenn dieses... Verdammt, ich habe nicht auf Pause gedrückt. Mann. Mir wäre es ja lieber, wenn... Oh, verdammt. Das war's, Gott sei Dank. Ich meine, schade, schade, Marmelade. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Servusle. Euer Doschten.